Hi Leute, heute geht es darum, wie du das richtige Lebensmittel für dich findest. Heute möchte ich darauf eingehen, wie du genau das richtige Lebensmittel für dich findest und wie du wissen kannst, ob ein Lebensmittel für dich verträglich ist und ob es förderlich für deine Gesundheit ist. Und zwar ist es allgemein so, das Beste ist, wenn es um die Ernährung geht und darum, was du essen solltest, ist es, wenn du auf keinen anderen hörst, nicht auf deinen Arzt, nicht auf mich, nicht auf irgendwen, egal wer. Egal was für ein Experte oder was auch immer, sondern dass du nur auf dein Körpergefühl hörst. So, aber was bedeutet das Körpergefühl? Und wir haben unsere Sinne sehr lang vernachlässigt. Das heißt, dabei ist wirklich zu berücksichtigen, wenn du auf dein Körpergefühl hörst. Das dauert wirklich Jahre, bis du das wieder lernst, richtig zu spüren meistens. Der Punkt ist, wir sind so verkopft, so verstandesmäßig über Jahre, Jahrzehnte, Generationen mittlerweile an die Ernährung rangegangen und verwechseln das oft und gehen oft nur verstandesmäßig daran, hey, was sollen wir jetzt essen? Aber im Grunde, wenn du wieder lernst, dieses haarfeine Messinstrument von deinem Körper wieder richtig wahrzunehmen, dann sagt dir dein Körper immer genau, was er braucht und in welcher Menge und wann und wie viel und wie oft. Der Punkt ist nur, dass man da wieder langsam hinkommen muss. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Das ist wie wenn du ein Musikinstrument lernst, dann kannst du tausende von Büchern lernen, das noch so schön zerdenken und dir vorstellen, wie du da Geige spielst. Du kannst deswegen nicht Geige spielen. So, du musst das Musikinstrument in die Hand nehmen und es selber lernen. Und dann entwickelst du langsam ein Gespür dafür. Und irgendwann kannst du spielen. Aber du musst das Instrument in die Hand nehmen. Und genauso ist es bei deinem Körper. Du musst wieder beginnen, die Signale deines Körpers richtig zu deuten. Und wieder richtig drauf zu hören. Und wenn es jetzt darum geht, welche Lebensmittel du zu dir nehmen kannst, welche verträglich für deinen Körper sind, dann kannst du zunächst mal dahin gehen und experimentieren. Ganz wichtig, hör danach immer direkt auf den Körper und schau, was passiert, wie sich's anfühlt für dich. So, die Zunge, die ist nicht so ein ganz guter Indikator, ob ein Lebensmittel gut für dich ist, weil die Zunge, der schmeckt, was sie gewöhnt ist. Das, was einem Deutschen schmeckt, schmeckt einem Inder vielleicht überhaupt nicht und umgekehrt. Und so haben wir alle unsere Gewohnheiten und das möchte die Zunge immer wieder. Natürlich kann man auch viel nach dem Geschmack gehen, wenn man dann wieder gelernt hat, natürliche Sachen zu lernen und zu essen und der Körper ja schon ein bisschen weiter gereinigt ist und man da sensibler ist, was die Signale angeht. Aber du solltest viel mehr zu Beginn auf deinen Bauch hören. So, nicht nur auf diesen oberen Part von der Verdauung, sondern viel mehr unten auf deinen Bauch, Magen, Darm. Wie fühlst du dich nach einem Essen? Die Stunden danach. Und direkt nach einem Essen. Und da kannst du gut experimentieren, dass du, wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Lebensmittel gut für dich ist oder nicht, dass du dieses Lebensmittel mal ziemlich einfach, das heißt mono, zu dir nimmst. Also nur dieses Lebensmittel mal, einfach nur probeweise in einer Mahlzeit isst. Und da eventuell auch mal mit der Menge experimentierst, dass du dich nicht so sehr überisst, damit du auch weißt, wie das Lebensmittel wirkt auf deinen Körper und ob es verträglich ist. Und normalerweise solltest du dich nach einer Mahlzeit vital und energetisch fühlen.
wenn du dich nach einer Mahlzeit, direkt nach einer Mahlzeit schlapp, energielos oder lethargisch fühlst, oder wie wenn du eine Schweinshaxe gegessen hast und dann in der Mittagspause, nach der Mittagspause dann, zack, mit dem Kopf fast auf deinen Schreibtisch fällst und einschläfst auf der Arbeit, in der Schule oder sonst wo, dann weißt du, dass das vermutlich nicht das richtige Essen für dich ist und dass dein Körper Schwierigkeiten hat, das zu handeln, Schwierigkeiten, das zu verdauen. Normalerweise solltest du dich nach einem Essen energetisch, gut und leistungsfähig fühlen. Das ist der erste Punkt. Und das Essen sollte innerhalb von ja, spätestens 2-3 Stunden sowas durch deinen Magen durch sein. Daran kannst du erkennen, dass ein Lebensmittel für dich verträglich ist und dass dein Körper das handeln kann. Wenn du dich nach einer Mahlzeit direkt schlapp fühlst, energielos, dann ist es vermutlich das falsche Lebensmittel für dich oder du hast dich überessen. Du hast zu viel gegessen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und umso öfter du das machst, umso besser lernst du die Signale deines Körpers zu deuten. Und das ist wirklich mit jeder Mahlzeit, wo du das mehr machst. Mach das mal am besten ein Jahr lang. Du wirst merken, wie sensibel du dafür wirst. Und wenn du dann drauf hörst, dann wirst du merken, dass du automatisch immer mehr Gesundheit generierst. Und wenn du noch eine Orientierung am Anfang möchtest, wie du da langsam und schrittweise vorgehen kannst mit der Ernährungsumstellung und den Körper da reinigen kannst und in den vitalen, gesunden Zustand wieder bringen kannst, auf Dauer, dann habe ich ein kostenloses PDF auf meiner Webseite. Unten drunter kannst du einfach so downloaden, einfach so anschauen. Unter den kostenlosen Downloads ist unten drunter in der Infobox verlinkt. Kannst du dir runterladen. Dort gebe ich dir nochmal Schritt für Schritt an die Hand. Das PDF heißt die drei Gelüste, Fett, Zucker, Salz. Wie du da Schritt für Schritt zu gesünderen, natürlicheren Lebensmitteln kommen kannst und die Schritt für Schritt ersetzen kannst. Woche für Woche, Monat für Monat. Je nachdem, wie schnell du da voranschreiten möchtest und kannst. Und das ist eben eine super Möglichkeit und dabei kannst du dann immer wieder experimentieren. Hey, wie komme ich mit dem Lebensmittel klar? Wie fühle ich mich danach? Also vergesst es nicht, jedes Mal nach einer Mahlzeit. Hör darauf, hör auf die Signale, die dir dein Körper gibt. Lern wieder darauf zu hören. Lern wieder dein Musikinstrument perfekt zu spielen. Das ist die Möglichkeit, das ist das Einzige, worum es mir geht. Dafür habe ich jetzt eben auch noch Nutrition Now entwickelt. Den Kurs, der 10 Wochen lang geht, wo ich dich wirklich an die Hand nehme und begleite dabei, wie du dahin kommst, wirklich raus aus diesem Ernährungswirrwarr zu kommen. Sodass du am Ende keinen mehr brauchst, der dir irgendwas erzählt darüber, sondern dass du weißt, was dein Körper dir sagt. Das ist mir so wichtig, dass du dahin kommen kannst, selber wieder die Signale richtig zu deuten. Und das möchte ich dir da wirklich vermitteln und dir da die ersten Schritte an die Hand geben, dass du wieder deine Körpersignale richtig wahrnehmen, deuten kannst. Also wenn dich das interessiert, ist auch unten drunter verlinkt. Und ansonsten, wenn dir die Tipps weitergefallen haben, dann gib dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Und abonniere den Kanal, Glocke aktivieren und so weiter. Kennst du ja alles. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer. Und ein glückliches und gesundes Leben. Mach's gut. Ciao.